Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Baby in Yellow, beziehungsweise einem Infovideo. Warum? Es soll ein fettes Update kommen am 3. oder 4. Juni. Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Ich habe schon einiges an Material zugeschickt bekommen. Ihr wisst ja, ich bin mit den Entwicklern so. Ich bin einfach so mit denen. Und wir gucken uns das heute an. Ich habe gestern schon mal euch darauf hingewiesen, dass wir am Samstag meinen Geburtstags-Livestream machen. Ich habe am Sonntag Geburtstag, am 5.6. Und Samstag machen wir einen Livestream mit The Baby in Yellow, spielen noch ein paar andere Spiele und zum Abschluss hin, wenn dann der Geburtstag nahe rückt, dann machen wir nochmal Feuerwerksimulator. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Bock und seid dabei, weil der Stream schon aufgesetzt ist. Den könnt ihr nach dem Video natürlich gerne mal suchen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Lasst ein Like da, wenn ihr Lust auf das Video habt. Und macht ein Abo für den Denno rein. Gleich unten rot abonnieren drücken. Ist kostenlos, Leute. Und dann könnt ihr die Glocke aktivieren. Macht ihr nichts falsch mit und dann verpasst ihr keine Videos in Zukunft mehr. Danke, Kuss und wir gehen rein. So, Leute. Zuallererst haben wir ein anderes Wohnzimmer, wie man sehen kann. Das Wohnzimmer wurde leicht überarbeitet. In dem Update geht es generell darum, dass auch diese Routine, diese Nacht, also diese erste, zweite und dritte Nacht und so, dass sie dieses Mal anders wird. Nicht mehr so Baby und Kühlschrank und Trinken rausholen und Windel und alles und so, wie man es kennt, sondern es wird ganz anders. Und die haben mir beim Wohnzimmer schon ziemlich viel gemacht. Also man sieht schon so ein bisschen, ne, haben die das so ein bisschen aufgepeppt und so weiter. Das ist jetzt aber noch nicht das ganz wilde Ding. Das wilde Ding kommt tatsächlich noch ein bisschen später. Wir gehen mal weiter und gucken mal ins Badezimmer rein, also hier vorne. Das würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken. So. Wenn wir uns Badezimmer gucken, auch hier grafisch ist das definitiv schon deutlich besser geworden. Wir haben mehr Platz zwischen Toilette und diesem Wickeltisch da hinten. Ich bin auch mal gespannt, ob wir das Baby vielleicht irgendwie hier rauswerfen können. Das muss ich natürlich nochmal testen, Leute. Das habe ich in den vergangenen Videos immer mal gemacht. Ansonsten alles erstmal ganz cool. Wir haben neue Charaktere drin. Und zwar ist es ein, so Plüschhase. Der hat hier unten so ein bisschen so, also hier unten leuchtet das so ein bisschen, seht ihr das? Ich weiß nicht, was das ist, aber eventuell hat das irgendwie wieder was mit dem Bösen zu tun. Der sieht jetzt ja ganz okay aus. Wir haben eine Katze, sieht eher so ein bisschen traurig aus. Sie ist ein bisschen so auf Candy Cat angelehnt, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Hashtag Candy Cat in die Kommentare rein, wenn ihr auch meint, die ist so ein bisschen auf Candy Cat angelehnt. Auf jeden Fall sieht die ganz niedlich aus, aber auch jetzt erstmal ganz okay. Dann haben wir hier noch ein Schaf und... Das Schaf sieht natürlich sehr interessant aus. Wir sehen es hier von zwei Ansichten. An sich jetzt auch nichts Mystisches, außer die Augen, die sind ein bisschen komisch. Aber ansonsten, Leute, geht das eigentlich. Wir gucken mal weiter. Es gibt wohl einen neuen Raum mit einem Schreibtisch. Und da können wir eine ganze Menge drauf erkennen. Wir gehen mal hier auf den Kalender. 3. Juni. Oh, wow. Okay, Leute. Update wird wahrscheinlich am 3. Juni sein. Aber was ist der 24.? Nicht am 26.? Was ist am 24. Juni? Das weiß man nicht. Wir wissen auf jeden Fall dann wahrscheinlich, also ich gehe sehr stark davon aus, das ist ein versteckter Hinweis, dass das Update dann am 3. Juni kommt. Das wäre dann der Freitag. Okay, gut zu wissen. Wir werden dann vielleicht, bevor wir das streamen, nochmal ein paar Videos dazu machen. Und dann zocke ich das halt quasi nochmal im Stream. Müssen wir mal schauen. Aber was sehen wir denn hier so? Die Bett, also die Zu-Bett-Geh-Routine, das Flaschen vorbereiten. Und Snacks? Ist das möglicherweise ein Hinweis darauf? Was in dem Spiel verändert wird? Wir brauchen einen Babysitter am 3. Juni. Oha, Leute, tatsächlich. Und hier sind dann so verschiedene Nummern. Wir haben hier noch eine schwarze Katze und eine Krone und so weiter. Wir haben hier ein... Ja, also irgendwie so ein... weiblichen Charakter. Ich weiß nicht, ob das hier Geld ist oder so. Das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Was ist das hier? Ist hier ein Charakter? Oh, Leute, ich muss das eventuell mal heller machen. So. Da sehen wir das Ganze ein bisschen heller und sieht jetzt tatsächlich aus wie eine Katze. Ich mache das mal wieder zurück, damit wir hier in unseren Flair reinkommen. Dann ist da so eine Lampe mit gezeichneten Charakteren und man sieht halt hier so, es gibt halt hier so Zwischenschritte, die dann da quasi in so einen ganz komischen Charakter münden. Boah, das sieht ein bisschen gruselig aus, ne? Was haben wir hier auf der anderen Seite? Im Notfall macht das Glas kaputt und wir haben hier so einen Schnuller, Alter. Wie cool ist das denn? Okay, also wahrscheinlich kann man den kaputt machen. Nimmt sich den Schnuller und packt ihn dann irgendwo hin. Was ich mich frage, ist, was ist das hier oben? Sind das Spinnenweben?
das hier alles? Boah, das ist eine gute Frage, Leute. Aber das sieht auf jeden Fall schon interessant aus. Wir gucken uns den Kasten mal näher an. Das ist der hier und wir können ihn jetzt nochmal so ein bisschen von der Seite sehen. Okay, also scheint, sonst müsste man dieses Sicherheitsglas hier einfach mal einschlagen. Einfach mal, zack, einmal raufhauen. Und dann läuft der Lachs. Wir gehen mal weiter. Wir haben jetzt hier einen Raum im Kühlschrank. Okay, das sieht ziemlich verrückt aus. Leute, wir wissen ja, dass wir in einer Szene auch in den Kühlschrank reingehen können. Und hier sieht es ganz danach aus, als würden wir dann hier so um die Ecke gehen und wären dann in dem Kühlschrank hier so drin. Und wir haben hier gewisse Platten. Es kann sein, dass das diese Regale sind, die in dem Kühlschrank drin sind. Oder dass das irgendwie vielleicht von einem Schacht, der im Kühlschrank drin ist, irgendwie so ein, ja, so Stäbe wären oder so. Das weiß man nicht, aber auf jeden Fall werden wir auch im Kühlschrank wieder eine neue Überraschung erwarten können. Schauen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier noch ein weiteres Buch. Keine Ahnung, ob das eine Rolle in dem Part spielen wird, aber... Hier geht es auf jeden Fall schon mal um eine Katze. Wir wissen also auf jeden Fall schon mal, Katze ist am Start. Wir haben noch ein Schaf und wir haben noch einen Hasen. Sollen wir mal weiter gucken? Ah, tatsächlich. Der Prinz und der Hase. Der Prinz und die Katze. Das sind also schon mal die... Das ist das andere Buch dann quasi. Und dann haben wir noch das Buch des Schafs. Irgendwie sieht das Ding... Ziemlich niedlich aus. Also wirklich mega süß, Leute. Der Hase guckt eher so ein bisschen schnippisch. Und die Katze, die guckt eher so hoch... so, ne, von oben herab so mäßig. Dann haben wir einen richtig interessanten Raum und zwar geht es hier durch eine Tür. Ich vermute, wenn ihr wissen wollt, was es ist, ich vermute, es ist die Tür, wenn wir im Schlafzimmer sind, wo wir den Talisman rausholen müssen, da ist eine Tür, die war immer abgeschlossen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da höchstwahrscheinlich nach oben geht. Ich würde schon fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es so ist und wir können dann quasi in diesen Raum hier reingehen. Wir sehen hier so mehrere Pfoten sozusagen, also irgendwas ist da nach oben gelaufen. Dann geht es hier nach oben. Wir haben da noch so ein Bild, aber das da lässt sich schwer drauf erkennen, was das sein soll. Und dann geht es wahrscheinlich von der Treppe aus hier oben rein und da muss man halt mal schauen, was da so auf dem Dachboden ist. Es sei denn, ich hätte noch ein Bild. Ich wäre ja nicht Denno, wenn ich jetzt nicht noch ein Bild hätte. Was vielleicht zum Dachboden passen könnte. Das hier sieht richtig krass aus, Leute. Wir haben hier eine Zeichnung von einer schwarzen Katze, wie man sehen kann. Also hier ist die schwarze Katze. Mehrere ganz komisch angemalte Bilder. Ich werde das Bild einmal heller machen. Dann können wir auch schon mal sehen, was das hier mit diesen Bildern auf sich hat. Ja gut, also wir können eigentlich eher nichts sehen. Die sind alle so komisch angemalt. Na, die Frage ist... Soll uns das irgendetwas sagen? Spielt sich hier irgendwas Dunkles ab? Weil wir sehen, hinter diesem Bild ist ein Fenster. Da. Oh, ich habe den Pfeil ein bisschen zu ekelhaft gesetzt. Hier ist ein Fenster. Die schwarze Katze, die wir da am Anfang auch gesehen haben in dem Büro, die ist jetzt auch hier wieder. Bei Vollmond anscheinend. Ich weiß zwar nicht, was das bedeuten soll, aber es könnte auf jeden Fall eine enorme Überraschung werden, wenn wir uns diesen Raum hier angucken. Und so... Wenn ich mir das jetzt hier so mal reinziehe, ne, vom Ding her, sage ich ganz ehrlich, Leute, kriege ich richtig Bock auf das Update. Ich hoffe halt auch ganz ehrlich, dass wir da miesen Kram sehen und, Digga, Leute, ich werde direkt zocken, ne, wenn das da ist. Also wenn Freitag nicht, ich ziehe aktuell um. Ihr könnt das auf Instagram verfolgen. Einfach www.instagram.com/denome einfach oder denome auf Instagram suchen. Könnt ihr dann schauen, wie das mit dem Umzug alles so läuft. Weil mein Studio wird am Freitag auch verlegt und so weiter. Und ich glaube, das wird halt sehr, sehr schwierig, dann das Game am Freitag zu streamen. Aber wir werden direkt Samstag am Start sein, schätze ich mal. Jedenfalls werde ich mir dieses Bild hier ganz genau angucken. Leute, und wenn ihr da auch schon Bock drauf habt, lasst auf jeden Fall ein Like für das Video da und schreibt gerne Hashtag Baby in die Kommentare, wenn ihr auch so hype seid wie ich und ich hoffe, dass ihr meinem Geburtstag dabei seid. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen und ja, Leute, ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Dickes Küsschen geht raus. Denno out.